Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19, wieder von Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja am Freitag hier die Kühe gewolken, haben ein paar Einnahmen erzielt. Ich habe ein bisschen Chaos hinterlassen, habt ihr geschrieben, denke ich mal. Wir sind immer noch im Livestream von Dienstag, ne? Und ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Grüße gehen raus. Wir verkaufen heute ein bisschen Milch und werden dann diese Milch bei einem Milchhaus verkaufen und dann werden wir uns heute einen neuen Häcksler kaufen. Ein Häcksler für die Silphi-Ernte. Das ist dann, glaube ich, auch das letzte Fahrzeug, was wir brauchen eigentlich, weil dann haben wir alle Fahrzeuge, die wir auf jeden Fall hier mit dabei haben. Der Chat ist natürlich auch wieder mit dabei, ne? Grüße gehen raus, Mahlzeit an den Twitch-Chat. Und, so, weiter geht's. Gehen wir mal rüber hier und verkaufen den Spaß jetzt. Dann kaufen wir uns gleich einen richtig schönen, großen Häcksler. So. Mahlzeit, YouTube. Genau. So, weiter geht's. Tipptopp. 10.000 Liter haben wir drin. Die sind echt fleißig, die Kühe. Und bei uns an unserem Hof haben wir halt noch so vieles an an Milch, an Ziegenmilch. Also wir haben einiges da. Und das passt schon. Mal sehen, welchen Häcksler wir uns kaufen werden. Ah, Klaas oder John Deere, müssen wir mal gucken. Eins von den beiden Dreschern oder Häckslern in diesem Falle würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Welches genau sein wird, mal gucken. Muss erstmal gucken, ob der Preis stimmt. Aber der aus dem John Deere Pack ist natürlich geil, weil er auch die Anzeigen hat, ne? Soll jetzt nicht heißen, dass die dementsprechenden Klaas Häcksler nicht schön sind, aber der ist halt besonders schön, ne? Nein, kein Drechsler, Leute. Ah, ich habe mich vorhin einmal versprochen im Video, ne? Ach, Mann. Leute. Einmal versprochen, ne? Und ihr seid so nachtragend, ne? Das ist echt Wahnsinn. Das ist wirklich sehr, sehr tragisch. So, warte mal. Der Milchviehbetrieb war ja hier vorne, ne? Genau. Da können wir das verkaufen. Ich muss auch noch das Chaos von der letzten Folge beseitigen. Das habe ich leider noch nicht gemacht. Von Krone gibt es noch gar keinen Häcksler, oder? Ah, doch, gibt es auch einen. Den Krone Big, ne? Mahlzeit, Grüße. So, ich glaube, wir können ja auch auf Triggerbefüllung umstellen. Und dann passt das auf jeden Fall, ne? Ja, ah, stimmt, als Standard, stimmt, richtig, der ist Standard, okay. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, aber ja. So, hier kann man natürlich einmal entweder normal entleeren oder Triggerbefüllung machen. Das kann man so machen, wie man möchte. Ich glaube, da muss ich mit dem Mann hier sprechen. Nochmal F1-Menü an, das könnt ihr, glaube ich, gerade aktuell sehen. Triggerbefüllung ist jetzt aktiviert mit der linken Maustaste, ihr seht es oben links. Und jetzt können wir, glaube ich, den ganzen Spaß hier gleich verkaufen, oder? Warum muss ich da noch ein bisschen weiter rüberfahren? Eigentlich müsste das gehen. Aber ich muss da genau rückwärts ranfahren. Das kann natürlich auch wieder sein. Eine Runde Mitleid. Ja, ja, ist klar, Micha. Den Traktor feiere ich aus meiner Jugend. Ah, du hast also einen gehabt, Lothar. Geil. Das ist ja cool. So kann ich den jetzt hier nicht abladen. Muss ich doch nicht starten, oder? Habe ich jetzt den Trigger vielleicht fehlerhaft gewechselt? Servus. 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 Hallo? Ach ja, Triggerbefüllung aktiviert, ne? Wieso nimmt der jetzt nicht? Da bin ich auf der falschen Seite gefahren. Eigentlich müsste der doch ausladen, oder? Eigentlich ja. Weiß jemand von euch, wo der Trigger hier ist, Leute? Höre ich hier Mimimi? Nein! Im Endtraktor ist wirklich cool, das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich ausladen soll, Leute. Eigentlich ist der Trigger hier, aber er will gerade nicht. Hm. Ah, gucken, wie der Häcksler werden wird. So. Sag mal. Wo ist denn der Trigger hier, Leute? Habe ich ja schon. Servus. Nee, du kannst hier Schlauchbefüllung aktivieren oder Triggerbefüllung aktivieren. So. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich komisch.
Oder habe ich es jetzt genau falsch rum gemacht? Näher zum Hahn. Echt? Aber ich war doch schon ganz nah dran, Leute. Die Pumprichtung lernen, ne? Ja. Okay. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Nö, auch nicht. Hä? Was ist denn das jetzt hier, Leute? Kann doch nicht wahr sein. Eigentlich fährt man nur da drüber und dann war's das. Spielst du mit Lenkrad? Jo, ich spiel mit Lenkrad. Servus. Trägerbefüllung ist doch aktiv, Leute. Jetzt habe ich Schlauch aktiviert. Trägerbefüllung. Hm. Gerne, Reinhard. Ach, warte mal. Ich bin auch bekloppt, glaube ich. Warte mal. Muss ich vielleicht hinten einsteigen? Bus. Eigentlich nicht. Servus. Müsste ja eigentlich abkippen, oder? Servus. Nö. Der macht gar nichts. Servus. Ich kann die Milch nicht abkippen. Komisch. Wo liegt denn der Kram jetzt hier? Muss ich mir echt jetzt wieder hier so ein Ding holen? Kann doch nicht sein, Leute. Mahlzeit, Grüße. Dass er jetzt hier nicht abkippt. Naja, glaube ich nicht. Eigentlich geht's. Komisch. Ich besorge mal fix einen Schlauch, Leute. Wir hören und sehen uns gleich wieder. So, mal fix einen Schlauch besorgt hier. Ne? So, den werden wir jetzt mal anschließen. So, jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß mal an hier. Da müssen wir, glaube ich, gleich wieder auf Schlauchbefüllung machen. So, Schlauch ist dran. So, hier brauchen wir schon mal nichts aufdrehen. Da brauchen wir auch nichts draufdrehen. So, jetzt müssen wir den Spaß mal hier einschalten. Und müssen jetzt hier auf Pumprichtung entleeren. Und siehe da, es funktioniert mit Schlauch. Also mit Schlauch funktioniert's. Das heißt, ich habe wahrscheinlich einfach den guten Mann jetzt gerade eben hier. Ja, schön. Triggerbefüllung deaktiviert. Ist auch egal. Auf jeden Fall verkaufen wir jetzt. Ihr seht, wir sind über 600.000 mittlerweile. Und geht auf jeden Fall gut voran. Das Tolle ist an diesem mobilen Melkstand, wir können den Schlauch gleich wieder mitnehmen. Ich bin jetzt hier durch das halbe Feld gewetzt. Deswegen sehe ich auch ein bisschen verschwitzt aus. Und ja, gucken wir einfach mal. So. Wir verkaufen 10.000 Liter Milch. Der gute Mann wird sich freuen. Das ist natürlich feinste Biomilch. Und ja, da gucken wir gleich mal, dass wir das Ganze dann auch ready haben. Sehr schön. Tippitoppi. Boah, der Rubel rollt. Machen die Felder eigentlich? Wir können mal gucken. Also die Felder gehen halt relativ fix. Ah, ich glaube, hier kommen wir dann auch bald häckseln, Leute. Da geht's ja bald los. Ein paar Tiere müssen auf jeden Fall noch dafür sorgen. Das ist feinste Milch, Leute. Irgendwie glaubt mir das der Chat nicht. Der Chat glaubt mir das irgendwie nicht, Leute. Die glauben mir das nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Also ganz, 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 ganz wild. Ach ja. Ja, es ist im Regen. Hast du halt überall ab und zu mal. So, wir sind fertig. 11.000 Euro. Schmeckt, würde ich sagen. Läuft. So, machen wir den Spaß mal ab hier. So, das Coole ist, ihr könnt das Ganze hier auch quasi hier dran machen. Ne? Guck mal, ihr könnt es direkt mitnehmen. Vielleicht sollte ich immer noch mal so einen Schlauch kaufen. Springen wir mal rein in unseren jeweiligen MAN, der euch so toll gefällt. Und mit dem fahren wir jetzt zurück zum Hof und werden dann shoppen gehen, Leute. Wir werden richtig auf die Kacke hauen und werden uns einen neuen Häcksler kaufen, ne? Kein Drechsler, ne? Ich kenne nur einen Julian Draxler, der hat irgendwann mal bei Schalke gespielt. Ich weiß gar nicht, wo spielt er jetzt? Ich glaube, bei PSG oder so. Keine Ahnung. So, wir fahren jetzt einmal zurück. Und dann passt das Ganze auf jeden Fall. Mir geht's gut soweit, Tim. Oma Frischmilch ist bestimmt beste. Ja, das ist nur die feinste. Die wird schon prämiert und ausgezeichnet auf jeden Fall. Der Chat ist natürlich auch wieder mit dabei. Und wenn ihr auch gerne mal beim Livestream mit dabei sein wollt, ne, am kommenden Dienstag geht es wieder weiter mit Hof Bergmann. 19 Uhr und auch in der nächsten Woche wieder mehr Streams.
weil in dieser Woche war ich halt das ganze Wochenende unterwegs, deswegen auch einfach mal mit Cam-Aufnahme. Das ist jetzt keine Regel hier auf YouTube, dass ihr jede Woche hier Videos mit Cam bekommt. Aber wenn wir 500 Daumen nach oben bekommen, in einer hier jetzt hier in dieser Folge, dann mache ich Hofbergmann immer mit Cam. Ne? 500 Daumen nach oben, Leute, und dann gibt's bei YouTube Hofbergmann-Folgen mit Kamera. Zwar nicht mehr mit dem Livestream-Chat hier, aber ab und an mal, denke ich. So. Wie viel PS hat der? Es gibt 17 und ich glaube 35. Ich kann gleich mal in die Konfiguration gucken. PSG kauft doch eh alles, was läuft. Ja, Messi ist da hingewechselt, habe ich heute gehört. Also heute im Vergangenheitsdasein, also Dienstag. Oh, Dach vergessen aufzumachen. Ich guck gleich mal, Lothar, wie viel er hat. Alle Mods findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ne? Schaut gerne rein. Ne? Nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt, ne? Gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Und wenn wir 500 Daumen voll kriegen hier unter dieser Folge, dann mache ich alle Folgen von der Hofbergmann mit Cam. So. Bin ich mal gespannt. YouTube macht es bitte. Ja, ihr müsst das auch machen, Leute. Da gilt auch hier genauso wie für den Livestream-Chat. Müssen natürlich auch mit dabei sein, ne? Ja, PSG kann sich irgendwie alles leisten. Wobei, Messi war ja jetzt ablösefrei, glaube ich. Nach 25 Jahren irgendwie gewechselt oder so. Naja, ist halt so, ne? So, wir sind zurück am Hof. Und dann kaufen wir uns jetzt gleich einen Häcksler, Leute. Hier steht auch noch ein bisschen Kraut und Rüben rum. Mr. Phoenix, moin. Grüße. Und dann parken wir den natürlich wieder ein hier. Und dann schauen wir gleich mal weiter. Gucken wir mal, Leute, ne? Ganz entspannt. Moin, moin. Sehr schön. So, den MAN können wir gleich wieder hinstellen. Und dann gehen wir gleich shoppen. Ja, ist schon komisch, das stimmt, ja. Einfach mal F5 drücken, Lukas. Oder die App nochmal neu öffnen. Oder am Rädchen drehen hier auf Twitch und die vielleicht auch auf 720p runterstellen. Also mein Stream läuft tippitoppi. So, fahren wir mal ran hier. Stellen jetzt gleich mal an. Sehr schön. So. Der ist ready. Wir gucken mal kurz, wie viel PS der hat. Der hat... So, warte mal. Der ist ja unter Kleintraktoren, glaube ich, war der. Kompakt. Ich meine, den gibt es in verschiedenen Blöcken. Einmal mit 45 PS. Und einmal noch mit... Mit 35 PS und mit 45 PS. Das von der Größe her, das passt schon. 40 Millionen Grundgehalt, das ist... Ja, nehme ich, Leute. Nehme ich. So. So, Leute. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt einen Häcksler. Ich habe mir alle Kommentare natürlich durchgelesen, die ihr unter den Videos geschrieben habt. Hier im Stream wurde natürlich auch schon gesagt, kauft ihr den. Wir haben natürlich verschiedene Feldhäcksler. Wir haben einmal den Russell Mash, der kam, glaube ich, gar nicht als Vorschlag. New Holland wurde geschrieben. Einige Male Krone. Ist natürlich auch ein cooles Ding. Auch der Jaguar aus dem Class DLC, hier der Terra-Truck zum Beispiel. Es ist schon ein richtig geiles Gerät. Aber... ich werde mir aus dem John Deere Pack den holen, weil der halt auch eine dementsprechende dementsprechendes Cockpit hat, was bedienbar ist, was man sich anzeigen lassen kann, und das ist halt einfach viel, viel cooler, und deswegen werden wir uns den hier kaufen. Wichtig ist, das Coole ist, das ist aus dem John Deere Pack von ihm, Ifco, Grüße gehen raus, Links wie immer in der Videobeschreibung in der Modliste, und ich würde sagen, ich nehme ein langes Endladerohr. Michelin-Reifen oder Michelin lassen wir. Wir machen aber eine Spezial-Grün-Lackierung. Ich find die Optik halt richtig gut. Und umleuchten gibt es natürlich orangene LEDs, so mustert. GPS kriegt er natürlich auch, weil
Wir wollen das Ganze natürlich auch mit GPS steuern. Er kriegt natürlich auch den 9900i, ja, also die stärkste Motorisierung. Und wir bauen hinten eine Anhängerkupplung dran. Es gibt einmal Kugelkopf und Standard. Wir nehmen mit Kugelkopf, nämlich da kann man dann hinten auch einen Hänger dran packen. Das heißt, man braucht kein CP oder Autodrive, um das Ganze zu nutzen. Das finde ich halt cool an diesem Package und deswegen nehmen wir das auf jeden Fall. So, was ist der Abladeträger bei der Gärtnerei? Der Abladeträger bei der Gärtnerei. Du musst das in Säcken reinpacken, Krajun. Also wenn du das hier abladen willst... Oh Mist, jetzt habe ich die Konfiguration versaut. Egal, stellen wir es gleich nochmal ein. Also wenn du das hier abladen willst, das ist ja hier. Wo war das hier? Nee, da. Da steht sogar beschrieben, wo du ablädst. Du kannst nur in Säcken abladen, ne? Hier. Nur Sackware. Bitte hier abstellen. Da. Du kannst da nicht mit einem Anhänger ranfahren. Du musst das in Sackware verkaufen. Nix Anhänger. Anhänger, nicht Hänger. Ja. Leute, ihr wisst doch, was ich meine. So, John Deere Pack. So, jetzt konfigurieren wir uns den nochmal. Ist ja nicht schlimm. Großes Entladerohr brauchen wir. Wir nehmen das Spezialgrün-Design. Ich finde es einfach am besten. Und Umleuchte LED Orange hatten wir gehabt. GPS hatten wir drin. Und mit Anhängerkupplung. Und die große Maschine. So, Leute, guckt euch mal den Kontostand an. Der ist gleich weg. Bitte. So. Zack, gekauft. Natürlich brauchen wir hierfür auch noch das passende. Das passende Gerät zum Arbeiten. Ne? Dazu werden wir einmal Spezialgrün ist das Teil kaufen. Das können wir, glaube ich, hier drauf packen. Ne? War es richtig? Komfort Support Wheel. Ne? Ich glaube, das müssen wir uns extra kaufen. Ne? Standard, schwarz, Spezialgrün. Jo, kaufen. Kostet auch 120.000. Ich hoffe, das Geld reicht, Leute. Oh Mann. Oh, warte mal. Peter Zweger ruft an. Will sein Geld. So, grüne, grau. Ah, es passt. Kostet ja nicht viel. Kaufen. So, dann sind wir hier fertig. Dann haben wir uns das schöne Teil gekauft. Da ist er. Holger, moin. So, guck mal. Das Coole ist halt wirklich, also das Highlight ist ja wirklich hier dieser Display, ne? Guck mal. Das fährt jetzt alles hoch. IFCO S ist starting und deswegen habe ich den auch eigentlich genommen, weil er in Kombination mit dem GPS vom Boobster halt gut funktioniert. Und hier könnt ihr halt wirklich viele Sachen einstellen. Ne? Man kann hier auch verschiedene Sachen durchschalten mit Steuerung links und A. Könnt ihr hier mit Steuerung rechts und Shift rechts könnt ihr halt hier reinzoomen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Rundumleuchte anschalte, geht das Licht da an und so weiter und so fort. Ne? Schalte ich Licht ein, ne? Schaltet der hier alles zu. Das heißt, ich kann hier wirklich alles drüber nutzen, kann auch alles darüber sehen. Deswegen habe ich den genommen, weil ich das einfach klasse finde. Gibt ja auch verschiedene andere Geschichten noch. Die John Deere nutze ich ja hier auch schon auf der Map. Und ja, deswegen habe ich den halt einfach genommen, weil er einfach wirklich gut ist. So, gucken wir mal hier. Dann machen wir das Ganze mal dran. Dann nehmen wir noch diesen Wagen vorne mit, der das Ganze so ein bisschen stützt. Und dann haben wir, denke ich mal, einen guten Fang gemacht. Was? Der Zweger war doch erst am Freitag in deiner Werkstatt. Auch und ja. So. Na, dieses schöne Camper-Ding. Das ist echt eine wirklich coole Geschichte. Und man kann das Ganze natürlich auch rauf und runter später fahren. Ja, man kann natürlich hier den Kram auch rauf und runter fahren. So wie man es gerne möchte. Aber das Coole ist halt wirklich dieser interaktive Display. Wenn wir jetzt hier die Rundumleuchten einschalten, sehen wir es einmal hier vorne in der Mittelkonsole. Also hier. Da oben seht ihr das. Zack. Gas geben, sehen wir die kmh, Beschleunigung und so weiter. Das ist halt einfach wirklich cool und deswegen habe ich mich für den entschieden. Highland wäre in Pink gewesen, ja. Wahrscheinlich, aber ich glaube, den kauft sich der Werner hier auf seiner Hofbergmann. Grüße gehen raus. Und ja, ansonsten, liebe Freunde, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne Däumchen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar. Und wie gesagt, wenn wir 500 Daumen hier in dieser Folge heute und hier bekommen, dann mache ich Hofbergmann-Folgen immer mit Kamera auf YouTube. Ne? Euch dann noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.